So. Mach uns mal heile. So, alles klar. Jetzt können wir weiter probieren. So. Wie können wir denn die Heimat denn schützen irgendwie? Das geht gar nicht. Dass wir die irgendwie so ein bisschen schützen oder sowas? Ich weiß es nicht. Irgendwie funktioniert hier gar nichts richtig. Funktioniert sowieso nichts, so wie es soll. Hier soll irgendwo noch Geld liegen. Hier hinten angeblich. Da hinten, alles klar. Holen wir uns das mal schnell. Das Geld unserer Feinde ist immer gut bei uns. So. Wo haben wir jetzt noch einen? Direkt hinter uns haben wir erstmal einen. Oh, aber nur eine einzige Großflotte. Alles klar, da hat wohl einer das Schiff verlassen. Fertig machen! Ach, die hauen ab. Alles klar, die verschwinden. Warum? Danke für die Hilfe. Tag gerettet, wäre schrecklich geworden. Juhu. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße. Oh. Wow, wie viel zahlt ihr dafür? Hau ich raus. Hau ich raus. Finde ich geil. So, heben, senken. Leute, ich brauche aber Speziesausrotter. Rotter eine ganze Spezies aus, um Platz für das Neue zu schaffen. Das wäre geil. Kreaturen, Eiskomet, Meteoritenhagel. Ich brauche Waffen. Waffen. Ich möchte gute Waffen. Laser. Laser haben wir doch schon, ne? Mini-Laser. Ne, wir haben einen Mini-Laser. Ob sich das lohnt, ich weiß nicht. Energiespeicher, Alliierten, Reparatur, Autoblaster. Aber einen Autoblaster haben wir schon, ne? Mini-Mini-Autoblaster. Oh, Leute, ist das kompliziert hier. Autoblaster, Mini-Autoblaster, Loyalitätsverstärker, Mini-Impuls. Was ist denn das? Feuert einen schwachen Energiestrahl ab. Gut gegen Bodenziele. Ich weiß nicht. Protonenrakete. Eine Protonenrakete haben wir aber schon, oder? Kleine Protonenrakete. Wieso haben wir alles klein gekauft? Sind wir dämlich? Alliiertenreparatur. Na, brauche ich erstmal nicht. Autoblaster. Pass auf, wir holen uns jetzt erstmal den Laser. Und dann würde ich glatt sagen, holen wir uns noch den Autoblaster. So, jetzt sind wir wenigstens kampfmäßig ein wenig besser ausgestattet. Unsere Alliierten haben wir auch. Und dann würde ich sagen, was ist denn jetzt so los? An sich ist ja jetzt eigentlich alles in Ordnung, ne? Gut, dann suchen wir uns jetzt mal schnell neue Missionen und probieren die zu erledigen, um noch ein bisschen, um noch irgendwie an Geld ranzukommen. Die sind aggro uns gegenüber, da ist noch keine Sau. Fabia, aber die haben auch nichts wirklich, hier sind noch Stammesphase. Die sind aggro, unser Volk, unser Halbvolk, hier, vielleicht kriegen wir da noch eine Mission. So, Hallihallöchen, mein Freund. Hi, Mission, wie sieht's aus? Hast du eine Aufgabe? Ja, finde ich gut. Was soll ich tun? Finde einen Bürger des Gulgatan-Reiches. Du, das kannst du vergessen. Ist sehr schön, dass es so viel gibt, aber das kannst du vergessen. Ich kann keinen Bürger vom Gulgatan-Reich holen. So, hast du eine andere Mission für mich? Nein. Dann nicht. Kann ich nicht. Das sind meine größten Feinde. Wenn ich da jetzt irgendwas irgendwie rangehe, die köpfen mich sofort. Und das kann ich einfach nicht riskieren. Tut mir echt leid. So. So, mal gucken, was wir jetzt hier bekommen. Habt ihr noch eine Mission für mich, Freunde? Missionen? Ja. So, untersuche Lebensform auf dem Planeten Uridema. Hä, war ich doch schon dreimal jetzt. Wie viel kriege ich dafür? Mission beobachten. Wie viel ich dafür kriege, sagen die mir nicht, ne? Naja. Ach Gott, dann machen wir das halt normal, wenigstens. Geld ist Geld, was soll ich tun? So, untersuche alle Bewohner oder alle Lebensformen, alles was es gibt auf diesem... Haben wir schon, okay. Ach, untersuchen, ne? Kurz hingehen, gescannt haben wir eh alles. Kommt jetzt der gleiche Mist. Obwohl, warte, dann kann ich eigentlich hin und schon mal alles sammeln. Dann kann ich mir das wenigstens ersparen. So. Alles sammeln, na denn. Frachtraum und das. Ich weiß ja schon, was kommt. So, hier brauchen wir erstmal die Eiche. Wo wir auch immer wir die finden mögen. Soll sich unten irgendwo befinden. Ist vermutlich die kleine Pflanze dann, ne? Korrekt. So, dann brauche ich jetzt das Ding. So. Das wird die Pflanze sein. Korrekt. Dann brauche ich jetzt die Pflanze, die große. Da haben wir hier eine. So, jetzt haben wir alle Pflanzen. Jetzt brauche ich das Ding. Habe ich davon schon eins? Noch? Nein. Aber ich finde doch irgendwie keins, ne? Ey, ich schmeiß mal da gerade... Ah, jetzt hat er eins gefunden. Und auch gleich hier unten. Sehr schön. So, Frachtraum ist voll. Scheiße. Kann ich ihn weghauen? Hunze. Tex. Brauche ich das hier? Ich glaube nicht. Weg damit. So, jetzt hätte ich aber gern wieder eins von den roten Viechern. Von den gelben. So. Jetzt brauche ich so ein Viech.
Habe ich aber, ne? Genau, so ein Viech habe ich noch. So. Wie sieht es damit aus mit diesem Tirokiro da? Haben wir nicht. Das sind die Dinger. Ja, muss ich mal wieder eins wegschmeißen. Hier einen Rauf, die brauche ich gerade nicht. So. Brauche wieder so ein Viech. Ey, komm mal ran hier. So, brauche ich sonst noch was? Eigentlich nicht. Dann haben wir alles, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar, dann haben wir alles. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich zurückkehren und könnten auch gleich eigentlich die Mission abschließen, hoffe ich jedenfalls. Hoffe ich wirklich. So. Wollen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Malerreich. Wieso wollen die das eigentlich schon wieder? Ich glaube, die haben uns sogar schon mal gefragt. Oder war das das Imoliperreich? Weil die interessieren sich alle für den Planeten Uradimar. Hm, naja. So, und was kommt jetzt? Alles klar. Fertig. So, Hallöchen. 80.000 Spot-Dollars. Alles klar. Mission habt ihr jetzt erstmal nicht. Na gut, siehst du, ich wusste es. So haben wir das auch gleich erledigt. Wieder 80.000 verdient. Schnell und flix. Flix, flux, lax. Passt doch. So, was gibt's hier so? Valusreich. Ey, die sind ja auch wieder unterwegs. Hey, hi. Diplomatie, Handelsroute. Wie sieht's aus? Materialismus. Ich glaube nicht. Handelsroute. Hätte gerne, dass jemand für mich angereist. Bündnis ist beendet. Geschenk an. Nee, okay. Aber eine Mission hätte ich ganz gerne. Hallo, danke, dass du mich empfängst. Missionen. Hast eine Aufgabe. Sowas gibt's. Bringe das Ökosystemplaneten an und ins Gleichgewicht. Sammle Proben und Pflanzen von Tieren und bringe sie ins Gar-Sternsystem. Ui, ui, ui. Ui, ui, wo muss ich denn da hin? Was für ein Planeten? N2. Was ist denn das? Der ist da. Oh nein, ich werde schon wieder angegriffen, ne? Ey, das kann nicht wahr sein. Ja, ich hab's mitbekommen. Scheiße. Ah, wir haben jetzt ein bisschen verbesserte Waffen, ne? Vielleicht bringt uns das ja was. Wir haben ja jetzt eigentlich ein bisschen verbesserte Waffen. Wir können ja mal gucken. Wir haben zum Beispiel einen Autoblaster und wir haben jetzt einen richtigen Laser. Eventuell. Naja, Versuch, ne? Versuchen kann man es ja. Wir haben uns ja jetzt ein wenig aufgerüstet. So. Und zum Beispiel schon mal den ersten Kollegen. So, zack, zack. Zack. Hey, das geht viel besser jetzt. Ich find's schon mal geil. So, zack, töten bitte. Tötet es! Oh, kleine Protonrakete. Ups. Ups. Zack, kaputt. Ah, man merkt also, die größeren Waffen sind eindeutig besser. Die haben wahrscheinlich sogar die größeren Waffen und deshalb sind die so gut, ne? Ah, alles klar, dann investieren wir mal demnächst unser Geld ein wenig in Waffen und machen dann mal ein wenig doch militärische Ader. Denn ganz ehrlich, dann weiß ich mich auch, warum das geklappt hat. So, Freunde. Ihr habt ein Problem mit mir, ich auch. Aber mit euch. So, würdet ihr mal bitte fertig machen? Vielen Dank. So, wir brauchen wieder Geld. Oder wir kriegen hier sogar wieder Geld. Und sobald ich weiß, wo das Geld ist, ist es sogar besser. So. Das eine ist da. Alles klar. Finden wir schon. Nein, das will ich gar nicht. Das will ich aber. Warte, 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 warte. So. Wie, noch mehr? Da, ach so. So, ich würde sagen... Nee, wir brauchen erstmal Energie. Wir hauen erstmal ab und rüsten uns wieder auf oder kaufen uns wieder ein bisschen was. Und dann machen wir weiter. So. Na denn. Schnell mal hier hin und dann... Guck mal, aber hier geht's auch gut, ne? Das sind nur Kolonien und trotzdem sieht's da ziemlich rosig aus. Naja. So, hi, 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 hi. Danke, danke. Und wieder weg. So. Dann mal schnell den Heimatplaneten wieder verteidigen. So, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ne? Ich bin ja mal wirklich gespannt. So. Wollen wir mal sehen. Eine Flotte haben wir noch. Und zwar da hinten. Genau. Hallo, meine liebe Flotte. Habt ihr ein paar Probleme? So, so, alles klar, die werden soweit fertig und jetzt sind die dran. Die gigantischen Leute hier, wie sieht's aus mit der Minibombe? Geht das? Nee, ne, damit machen wir nur den Boden kaputt, schade. Okay, egal, ist trotzdem kaputt. So, Frieden! Gott sei Dank. So, handeln, was könnt ihr mir noch anbieten? Mega-Reparaturset, Mega-Energiezelle, Reparaturset, Feuerwerk, Getreidekreise. Waffen aber nur nicht, ne? Mit 138.000 wird es, glaube ich, auch ein bisschen weniger.
Spezies Ausrotter, der bringt mir alles gerade gar nichts. Ein Glücksstrahl, Meteoritenhagel, einfacher Frachtraum. Dann können wir den erweitern, aber es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen Latte. Nur eine Bombe, Finanzmittel unzureichend. Eine mittelstarke Bombe, die Fahrzeuge und Gebäude zerstören kann. Okay. Sammelruf, Protonenraketen, genau. Wenn zum Beispiel die großen. Falls sie suchen, eine Protonenrakete eignet sich vorhin für Angriff auf andere Raumschiffe, okay. Mini-Impuls. Feuert einen schwachen Energiestrahl ab, gut gegen Bodenziele. Alliiertenreparatur, kleine Gesundheit, kleine Gesundheitsspeicher. Wir müssen alles mal ein bisschen erweitern, ne? Unsere Gesundheit und hast du nicht gesehen. Kriegen wir hin. Hier, guck mal, dafür zahlen die zum Beispiel wieder viel. Zack. Ne, hier ein Plus und tschüss, haben wir wieder Geld. So, alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal... Genau, da bringe das Ökosystem auf dem Planeten ins Gleichgewicht. Okay, dann machen wir erstmal das. Das ist ja noch unsere Mission, dann machen wir die erstmal fertig. Wir wurden ja gerade leicht gestört. Auf dem Planeten N2, der ist hier. So, mitten auf den Routen, mein Gott. So, das ist N2, alles klar. Hey, auf dem Planeten finden wir sogar was. Mal gucken, was wir finden. So. Dem Planeten geht's aber nicht so rosig, ne? Da ist sogar was. Ist das ein Artefakt? Ich würde sogar behaupten, es ist eins. Bin mir aber nicht sicher, wir werden es ja gleich sehen. Und es ist... Du hast Zufalls 9 gefunden. Aus Sammlung 10 Bücher bis Zufalls. Ui, okay. Was wir damit machen, weiß ich noch nicht. So. Nicht gescannt, eine kleine Pflanze. Uns fehlt noch eine mittlere Pflanze. Die hätten wir hier. So. Zack, schon wächst jetzt eine mittlere Pflanze. Was fehlt uns noch? Eine große Pflanze. Haben wir sogar 3. Setzen wir mal die hier an. Vielleicht ganze Wälder. Haben wir hier, genau, haben wir sogar auch noch Pflanzenfresser einmal. Brauchen ja eh 2. Und noch einen. Hey. Haben wir? Jo. Jetzt fehlt uns noch einen Pflanzenfresser. Den haben wir aber leider nicht hier. Das heißt, wir müssen uns noch einen Pflanzenfresser besorgen und dann haben wir das Ökosystem dort erstmal wieder ins Gleichgewicht gebracht. Alles klar, und danach würde ich die Aufnahme sogar beenden. Unbeansprucht, da finden wir... Ey, hier sind Tiere. Ey, auf dem Planeten Heger gibt's Tiere, vielleicht gibt's auch Fleischfresser. Müsste es dann ja theoretisch, ne? Nein, gibt's aber nicht, verdammt. Fleisch- oder Allesfresser sind da natürlich nicht vorhanden, war ja klar. Ey, jetzt finden wir auf N2 auch wieder was. Hä? Na gut. So... Planet, auf dem es Tiere gibt. Planet, da gibt es Tiere, eindeutig. Sogar Stammesphase. Vielleicht finden wir da sogar ein bisschen was. Ich finde mir so eine Riesenfliege. Ach, das war die Nummer. Ja, vielleicht sogar noch was ganz anderes. So. Erstmal finden hier was für uns. Wo und was denn? Was möchte man uns denn geben? Oder was finden wir hier? Ah, okay, wieder so ein Bemalungsding. Holen wir uns halt das Bemalungsding. So, einen Fleischfresser haben die. Welcher ist das? Den will ich haben. Sind das die Fliegen? Nee, ne? Ich glaube, das sind die Dinger da. Das sind die anderen Viecher hier. Was sind das? Maxis? Was sind denn das für welche? Pflanzenfresser. Nee, die brauche ich nicht. Tut mir leid. Sind die Fliegen denn Fleischfresser? Was machen die denn da? Jetzt haben die irgendwie alle keine Textur mehr, oder soll das so sein? Ich glaube, das sind die, ne? Das sind die hier. Sind die das? Maxis? Allesfresser. Exakt, das sind die. Alles Fresser Maxis. Genau, die reichen mir sogar schon. Die bringen wir jetzt auf den Planeten N und dann ist gut. Hihi. Zum Glück ist das Spiel nicht so ausgelegt, dass es immer heißt, ja, immer 2 pro Dingens bitte, ne? Das wäre eine ganze Katastrophe. So. N2. Auf dem Planeten finden wir sogar wieder was. Ja, gespannt, was es ist. So. Lass uns erstmal das suchen, was wir hier wollen. Oder was wir bekommen. So, so, so. Hier soll irgendwo... Ach, da, wieder was zu bemalen. Also, wann haben wir denn diese Slots endlich voll? Das ist ja auch... Wir finden auch immer das Gleiche, ne? Deshalb. Juhu. So. Den Aasfresser hätte ich gerne. Hier haben wir den. So. Ökosystem ist jetzt eindeutig stabilisiert. So, dann fliegen wir jetzt zurück und holen uns erstmal unsere Kohle. Und danach, würde ich sagen, beende ich sogar mal die Aufnahme. Puh, haben wir wieder 2 Stunden gezockt. Das mache ich jetzt nicht. Haben wir wieder 2 Stunden gezockt. Wow. So, das heißt also für uns erstmal wieder Geld verdienen, neue Waffen kaufen, scheiß auf den Krieg. Und dann werden die hier wieder ein bisschen ausgerottet, weil das sehe ich gar nicht ein. So. Wettrüsten machen wir hier. Wo muss ich denn hin? Ach, zu denen da hinten. Ich guck mich um, denk so, hä? Genau, zu denen soll ich hin. Alles klar, Leute. Ich wäre dann ja da und so und ich habe das sogar erledigt und so. Yay, 195.000 Spordollar. Ui, damit kann ich leben. So. 420.000, sehr schön.
Komm, hier suchen wir uns noch die und probieren uns dann mal da noch ein paar schnelle kleine Waffen zu kaufen. Bäh, ich rede heute schnell. So. Handeln bitte. Energiezelle, Mega-Energiezelle, Mini-Glücksstrahl, Atmosphärengenerator, Kolonie, Realitätsverstärker, interstellarer Antrieb 3. Erhöht die Reichweite des Raumschiffs. Na, Alliiertenreparatur. Na, brauche ich auch nicht wirklich, ne? Sammelruf. Kostet 50.000, ernsthaft? Versammelt die Raumschiffe deiner Verbündeten und erhöht kurzzeitig die von den von ihnen verursachten Schaden. Nee, finde ich auch nicht mehr so dufte. Hier, das kann aber eh weg. Dafür zahlt ihr 5.000. Krieg ich denn dann 61? Nee, 61 ist mir zu wenig. Da kann ich bestimmt noch mehr rausschlagen mit den gelben Dingern. So, wo sind die anderen Fuzzis? Vielleicht kriege ich ja hier genau bei denen bessere Waffen. So, Hallöchen. Hallöchen. Handeln. Was habt ihr denn so für mich? Protonenraketen. Sieht schon mal gut aus. Mini-Impuls, Alliiertenreparatur, interstellarer Antrieb, Gewürzlager, Energiezelle, Mega-Energiezelle, Feuerwerk, Getreidekreise, Kreaturen, Dingens, Fuzzi, Wolkensauger, Wolkenläufer. Okay. Ich bin dafür, dass wir uns das Ding holen. Sehr schön. Und dann diesen Mini-Impuls. So. Und dann, ja, hier muss man also eine Alliiertenreparatur, das reicht. Oh, 22.000 plus. Ich wusste die Zahlen mehr. 270.000 wieder. Haha, geil. Interstellarer Antrieb 3 erhöht sogar nochmal die Reichweite. Das heißt, wir kriegen noch mehr Energie. Könnten wir eigentlich nehmen, ne? 150. Komm, nehmen wir. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nichts mehr. Ich hätte jetzt, würde gerne meine Gesundheit noch ein bisschen erweitern. Oh, wir haben ja noch 3. So, ich würde gerne meine... Huch, was haben wir jetzt? Kaufmann Nummer 3. Juhu. So, ich würde aber gerne die Gesundheit meines Schiffes ein wenig verbessern. So, dafür fliegen wir jetzt nochmal fix nach Hause. Und dort beenden wir auch die Aufnahme und machen Rast. Ganz, ganz kalt. So. Handeln. Was könnt ihr mir anbieten? Speziesausrotter, Vulkan. Den Planeten platzieren, um die Temperatur und die Atmosphäre zu haben. Was zu heben? Uiuiuiui. Eissturm, Meteoritenhagel, Mini-Glücksstrahl. Nee, ich will nicht freundlich sein, das ist es ja. Reparaturset. Getreidekreise, Terrahügel, ja, alles so komische Sachen. Energiezelle, Energiezelle, Energiezelle. Puh, was haben wir hier? Meteoritenhagel, der bringt mir jetzt auch nicht viel. Alliierten. Kleine Gesundheit, erhöht die Gesundheitskapazität deines Raumschiffs. Exakt, das brauche ich. Kleiner Energiespeicher, erhöht die Energiekapazität. Genau. So. Gut. Dann wären wir soweit eigentlich durch. Ein seltsames Objekt nähert sich dem Planeten noch was. Nee, nicht jetzt, echt nicht. Nicht jetzt. So, nicht jetzt. Jetzt ist gut. Oh Gott, alles klar. Wir haben also jetzt eindeutig die Erfahrung gemacht, dass wir uns definitiv aufrüsten und anschließend dieses Golgatha-Reich, oder wie auch immer diese Scheiße jetzt hieß, erinnert mich irgendwie an den Berg Golgatha aus der Geschichte von Jesus. Naja, auf jeden Fall werden die jetzt platt gemacht, denn ich habe keinen Bock auf die und die. Ich habe denen was gezahlt, damit sie den Krieg beenden. Was sagen die? Ups, ich glaube, ich habe mich verrechnet. Weißt du was? Jetzt zeige ich den Stinkefinger und sag so, jetzt verrechne ich mich auch. Jetzt kaufe ich nämlich von dem Geld, was ich jetzt verdiene, erstmal Waffen und dann geht's rund, mein Freund, dann geht's ordentlich rund. So, dann werdet ihr eindeutig erstmal eingenommen. So, also so viel von meiner Seite. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal einfach in der Aufnahme. Und ja, danke fürs Zusehen und wir sehen uns. Tschüss!